Das ist außergewöhnlich für mich in der Zusammenarbeit mit Max, ohne ihm da zu viel Honig im Bart zu schmieren. Aber es ist wirklich außergewöhnlich, in welcher Form wir zusammenarbeiten. Spüre die Rückendeckung des gesamten Präsidiums. Da gab es eigentlich für mich gar nicht großartig viel zu überlegen, als Max dann kam, mit mir den Vertrag verlängern zu wollen. Beide wissen, was wir einander haben und wir wollen das natürlich sehr, sehr erfolgreich gestalten, die Zukunft. Ja, und muss natürlich auch die Mannschaft da in diesem Zusammenhang hervorheben, die natürlich diese Umstrukturierung, die wir im Sommer vorgenommen haben, in einer Art und Weise bislang gestaltet hat, dass natürlich mir auch leicht fällt. Diese Vertrauensbasis, die wir haben, dieses Miteinander, dieses Gespräch, dann nochmal, mir hätte ein Handschlag gereicht. Ich hätte gar keine Laufzeit gebraucht, mir hätte ein Handschlag gereicht und wir hätten uns in die Augen geschaut, wie es dann weitergeht. Deswegen sind wir beide der Meinung, dieses eine Jahr passt gerade perfekt und dementsprechend ist diese Vertrauensbasis das Entscheidende. Diese Gier, diese Lust, diese Ambition und diese Ruhe, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Beginn der Saison, heute noch und deswegen war es einfach für mich logisch, diesen Vertrag mit Dieter bis zum 30.06.20 und eben auch mit Dirk Bremser und Frank Geidek im gleichen Atemzug zu verlängern.